So, guten Tag, meine Score-Piloten. Wie geht's euch? Ich glaube, die Ansicht habt ihr auch schon länger nicht mehr gesehen, oder? Ja, ich auch nicht. Ich habe sie gerade mal reaktiviert. Bin jetzt auf dem Weg zum TÜV sozusagen. Und dachte mir, ich muss ja diese Woche sowieso noch ein Video drehen. Und mal ein bisschen erzählen. Ja. Wie war mein Tag? Wir haben jetzt, keine Ahnung, die Uhr stimmt sowieso nicht, weil Batterie war ja komplett fratzeleer. Ja, wollte heute Morgen frühstück zur Arbeit fahren. Bin gerade mal Autobahn drauf. Hab schon gemerkt, mein Auto schwimmt ein bisschen. Bin mit meinem Focus gefahren, also nicht mit dem Mercedes. Mit dem Mercedes kann ich gerade auch nicht fahren, da ist Tacho alles auseinander gerupft. Boah, ungewohnt mit dem Ding zu fahren, ey. Schon lange nicht mehr gefahren, ehrlich. Ja, muss ja mit dem Fokus fahren, habe gemerkt, der schwimmt irgendwie ein bisschen, erstmal nichts bei gedacht. Dann auf die 57 rüber, von der 42 aus auf die 57 und der war immer mehr, ich dachte schon, der setzt gleich auf oder so, so komische Geräusche. Runtergefahren, hinten rechts platt, also so gut wie platt. Also ja, das mit dem Aufsetzen, da ist wohl die Felge immer so ein bisschen auf den Boden gekommen. Erst einmal aufgepumpt, okay, ein Stückchen weiter gefahren und dann wieder. Der kann doch nicht wahr sein. War dann aber schneller platt. Ja, auf Arbeit angerufen, hier, gibt nichts und so, ne? Ja, dann habe ich auch ewig gebraucht, bis ich wieder zu Hause ankam. Jo, das ist mir heute passiert, heute Morgen. Ich bin schon lange nicht mehr gefahren. Ist auch komisch, so viele Gänge wieder zu haben. Ich dachte, ich hätte das hier festgemacht. Gestern noch bei Louis Öl und Ölfilter für die Wilma hier geholt. Werde ich dann aber jetzt irgendwann machen. Den Service. Boah, jetzt macht das schon wieder Spaß mit der Wilma zu fahren. Also gut, dass ich jetzt damit zum TÜV fahre. Ja, aber ich nehme das, ich mache hier direkt einen Motovlog, weil ich muss ja noch den Gewinner aus der 500 Abonnentenverlosung rausziehen. Das machen wir gleich. Wir suchen uns gleich ein schönes Plätzchen, so wie letztes Jahr. Habe ich mir sowieso gedacht, mache ich es mit der Wilma. Die Wilma, damit habe ich angefangen mit der Wilma. Haben wir, ja, ja, nicht nur Wilma jetzt, da ist ja noch das Eisenschwein dazugekommen, aber die Wilma gibt es halt seit Anfang an. Und dachte ich mir, mache ich sowieso, wenn ich jetzt damit zum TÜV fahre, dann damit auch das Verlosungsvideo, so wie beim letzten Jahr. Aber was mir hier schon direkt komisch auffällt, so Handling ist jetzt klar, weil ich vorher das Eisenschwein nicht gefahren bin, aber vom Gasverhalten her. Hier musste ganz anders fahren als wie mit der Schupper. Das ist schon. Da merke ich, wie wenig die eigentlich gefahren bin. Da möchte ich dieses Jahr vorerst mal ändern. Weil ich habe sowieso so komische Gedanken im Kopf, aber die will ich gar nicht erst aussprechen. Aber ich glaube, der ein oder andere, der ahnet vielleicht oder naja, ich weiß noch nicht, was ich wie wo machen soll. Spielt aber jetzt erstmal keine Rolle. Solange ich die Wilma habe, wird sie ausgekostet. Jetzt fahre ich und habe mich auch wieder neu in sie verliebt. Außerdem habe ich ein paar neue Teile für die bestellt und die sind da. Also da kommt auf jeden Fall demnächst auch wieder Videos. Auch was Basteln angeht, sowieso das Service-Video, also Ölwechsel. Eins ist jetzt TÜV könnte sein, vorne der Reifen, der ist bei 1,6 mm. Ja, sollte jetzt nicht reichen, dann werde ich halt zum Reifenfritzen fahren müssen und die neuen Reifen schon aufziehen lassen. Ich hätte mir natürlich gedacht, dass es jetzt schon mit dem TÜV, mit den Reifen noch klappen würde. Hinten ist wohl kein Problem, da ist noch 2 mm oder mehr. Ich hätte mir einfach gedacht, mit den Reifen noch einmal Nordschleife zu fahren und erst dann die frischen Reifen aufzusetzen. Mein Whiteout war natürlich geil. Dazu kommt aber noch mal ein extra Fazit-Video. Jetzt geht es hier wirklich nur um die Verlosung, also die Auflösung der, des Gewinners. Sag ich das mal so. Und auch hier noch mal vielen, vielen Dank. Guckt auf jeden Fall weiter fleißig meine Videos, Kanal abonnieren und so weiter. Ihr kennt den Kram. Ich sag's halt nicht in jedem Video. Wenn euch der Scheiß gefällt, den ich mache, dann macht ihr es sowieso. Wenn nicht, ist das auch nicht so schlimm. Irgendjemand gefällt das auf jeden Fall da draußen. Sonst hätte ich auf jeden Fall keine 500 Abonnenten. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Ja, habe jetzt auch wieder meinen normalen Helm auf. Ich denke mal, den Unterschied hört man zu einem Jethelm.
Da bin ich auch noch nie lang gefahren. Irgendwo da geht es auch direkt zum Rhein oder irgendwie. Da muss ich auch mal gucken. Was ist denn feuchte Ecke? Was ist denn hier los? Was soll das denn? So, wo machen wir das denn jetzt am besten gleich? Ich muss ja mein Handy dann raussuchen, dann den Comment-Picker nochmal raussuchen. Dann mache ich da wieder Live-Aufnahme. Ihr kennt das. So wie ich das halt beim letzten Jahr auch gemacht habe. Wäre natürlich einfacher, wenn genau unter denen noch jemand dabei ist, der gerade auch Instagram nutzt, dann kann ich ihn noch da anschreiben. Aber ich glaube, die Kommunikation kriegen wir hier auch hin über YouTube. Ich denke, das ist kein Problem. Ich denke mal, sobald das irgendwann mal ein bisschen größer wird, keine Ahnung, ich will halt das meiste über YouTube laufen lassen. Was natürlich schade ist, dass man über YouTube einen nicht privat anschreiben kann, zwecks solchen Geschichten. Aber Leute, sollte ich einen raussuchen, der irgendwie keine anderen Social-Media-Plattformen hat, meine Geschäfts-E-Mail-Adresse, sage ich jetzt mal, meine Scorpedus-E-Mail-Adresse ist ja unten in der Videobeschreibung drin und da kann derjenige mich anschreiben, wenn er keine anderen Wege gerade hat, mich zu kontaktieren. Okay, direkt wieder neu verliebt, Wilma. Ich habe gedacht, dass hier hinter vielleicht eine Bank ist, hinter diesem Kreuz. Aber Kurven, also traue ich mich noch nicht, die wieder zu ballern. Keine Ahnung, irgendwie sowieso seit dem Unfall letztes Jahr bin ich sehr... Ich war fest davon überzeugt, dass hier eine Bank war. Definitiv nein. Hä? Hab so vorhin noch so ein bisschen grob gereinigt alles. Mein war nie groß dreckig, aber vom Rumstehen der Garage sehr staubig. Kette nochmal ein bisschen gefettet und so ein Kram. Oh, Offroad ist keine Crosser. Ha, man sieht, er kennt sich damit aus. Machen wir es hier. Hier halte ich schon mal gerne an, so wenn ich irgendwo hinfahre. Oder wie so eine Art Schweigeminute, keine Ahnung, einfach so für mich. So. Erstmal die gute Wilma hier betrachten. Ja, hier könnte man. Ich war davon felsenfest überzeugt, dass hier mal eine Bank stand. Also der Reifen, der reicht auf jeden Fall noch vorne. Ja, ist im kritischen Bereich, sollte aber für den TÜV noch klar gehen. Ja, dann nehmen wir uns mal hier an. Ich hoffe, das geht. Ja, geht. Habe ich Internet? Habe ich Internet? Ist da. Morgen, also heute ist der 2. Morgen kommt das Ride-Out-Video raus, also der Motovlog. Ich werde davon nochmal einen Zusammenschnitt machen, nur von den Fahrmomenten und den besten Momenten, so Musik unterlegt und so. Wird halt so ein Kurzvideo sein. Comment, Picker, YouTube. So, ich mache jetzt schon mal die Bildschirmaufnahme an. Das mache ich dann so wie letztes Jahr, dann, ne, damit das auch in Video drin ist. So, jetzt, was muss ich hier nochmal machen? Comment Picker, genau. Den Link vom YouTube-Video hier rein. Einsetzen. Na komm schon. Ja, ich weiß nicht, warum der den Rest auch immer. So, was muss ich jetzt nochmal machen? Genau, filtern nach spezifischen Text. Hashtag. Ich bin ein Scorpilot. Fertig. Capture sind 14. So, es sind 13 Kommentare. Leute, 13 Leute haben mitgemacht. 13 Leute haben mitgemacht. Und jetzt drücke ich, glaube ich, auf Start. Gewonnen hat Snack Mac. Glückwünsche und Grüße aus Camp Lindford. Herzlichen Glückwunsch, Snack Mac. Du hast quasi gewonnen. Glückwunsch. Du hast jetzt den 30-Euro-Gutschein gewonnen, der nach deiner Wahl entweder Puis, Polo, ne, wie heißen die? Louis oder Polo oder vielleicht willst du einen Tankgutschein haben, irgendwie sowas. Du hast auf jeden Fall gewonnen bei meinen 500 Abonnenten, Special, Verlosungs, Dingsbums, Camp Lindford.
Ja, kann ich ja fast hinlaufen. Wenn du Bock hast, kann man sich persönlich treffen. Und dann, und wenn dir das nichts ausmacht, ansonsten könnte ich dich ja eh verpixeln, kann ich es ja persönlich übergeben. Und wir treffen uns eine Runde, wenn du Bock hast. Wenn nicht, ich kann es dir auch schicken. So wie du es willst. Du bist der Gewinner, du bestimmst den Kram. Ja, lass mir am besten unter diesem Video dann ja, zukommen, was du gerne haben möchtest. Und ob du dich dann, ob wir uns persönlich treffen wollen oder was auch immer. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch und danke an alle anderen, die mitgemacht haben. Hier mache ich jetzt erstmal wieder aus. Ich fahre jetzt zum TÜV und ich hoffe, dass die Wilma heute den TÜV kriegt, dass ich sie morgen mit frischem TÜV abholen kann. Bremsen, alles ist in Ordnung, dem sollte eigentlich nichts im Wege stehen. Allerhöchstens der Vorderreifen, der wird bestimmt auch im Bericht drinstehen, ist an der Verschleißgrenze. Weiß ich, ich habe die zwei neuen Reifen ja zu Hause, ihr wisst es. Der TÜV-Mann weiß es aber nicht, aber ist ja, bin mal gespannt, wie der so drauf reagiert. Können wir mal eben nochmal durchgucken, ich mache es nochmal an, der Gerät. Ob, ja, Licht geht. Geht denn auch die Bremse? Ja, geht auch. Gucken wir mal, Blinker hinten. Geht. Vorne geht. Und rechts. Geht auch. Vorne geht auch. Licht geht auch. Was ist mit Fern, Johnny? Geht auch. Lichthupe geht auch. Ja, mehr gibt es ja nicht. Hupe? Geht auch. Ja. Dann steht denn ja eigentlich nichts im Wege. Technisch ist sie fit. Die ist auch nach Monaten wieder einfach. Ich habe nur einmal drauf gedrückt, zack, war sie sofort da. Ich fahre jetzt da vorne zum TÜV. Und Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und Glückwunsch an den Gewinn auf jeden Fall. Sag mal Bescheid, was, wie, wo, ne? Snackmack. Geiler Name, ey. So, wie komme ich jetzt hier raus? Muss ich jetzt über den Matsch fahren? Ja, fahre ich mal über den Matsch. Leute, wir sehen uns im nächsten Video.